Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community da draußen an den Monitoren hier bei dem Crazy Schneezy mit der Stationiers Vulkane. Ich grüße Sie ganz recht herzlich zu die neue Folge und wir haben jetzt ganz viel Gerät gesammelt und haben hier ganz viel zu machen gebaut. So, ich habe hier mal einen Stacker hingebaut, weil ich musste ja die ganzen Dinger auseinander stacken. Wir haben jetzt ein bisschen Kupfer, wir haben sehr viel Stahl, wir haben Elektrum, wir haben Peng-Peng. Wir haben alles Mögliche gesammelt und ich habe Durst hier gerade. Und dementsprechend können wir eigentlich jetzt loslegen mit unserem Vorhaben. Aber eine Sache muss ich euch nochmal zeigen. Und zwar, ich hoffe, dass das jetzt geht. Ja, es geht, war ja gerade Nacht. Ich habe, oder sagen wir mal so, ich musste den Code nochmal verändern von den... von den Dings hier, von den Hoshis hier, zweimal, dreimal Jetpack-Lay macht, als ich hier rumgeeiert bin und habe dann festgestellt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ja, hier hinten an unserer Steuerung war was nicht in Ordnung, nämlich wir haben hier 0 und ich habe keinen Alarm. Ja, und das liegt an Folgendem, dass ich den Code nämlich nochmal verändert habe und das hat nicht so ganz funktioniert und der Tank hier wurde überfüllt. Ja, der wurde auf über 20 Megapascal überfüllt und ich wusste nicht warum. Deswegen habe ich mal hier im Code eine Änderung vorgenommen. Zeige ich euch mal. Und zwar, wir importieren das mal, editieren das mal. Und zwar haben wir ja hier unten irgendwo, hier haben wir Tanktemperatur und hast du nicht gesehen, die hatten wir noch gar nicht. Also das hatten wir hier alles ausgelesen, das war alles okay. Aber was gefehlt hat, war der Tankdruck, den hatten wir noch gar nicht ausgelesen. Das habe ich jetzt mal hier oben noch reingeschrieben. L in den Variable Tankdruck, aus dem Tank den Pressure. Weil hier unten checken wir ja den Tankdruck und den Maxdruck und alles. Und deswegen ist der bei 20 Megapascal nicht ausgegangen. Ja? So, jetzt hatte ich den hier auf 0 gestellt. Also wenn einer der Filter auf 0 ist, dann soll hier irgendwas passieren. Das hat nicht funktioniert. Dementsprechend exportieren wir das mal und stellen mal 1% ein. Hört sich ein bisschen komisch an. Ach so, ich weiß warum. Wir haben noch kein Yield eingebaut. Siehst du? Siehst du? Das müssen wir erstmal machen. Wir yielden mal. Dann sollte das auch ein bisschen anders klingen. Naja, nicht wirklich. Klingt nicht wirklich besser. Aber wir haben jetzt einen Alarm, weil einer unserer Filter ist auf 0. Und zwar der hier. So, ne, das hatten wir ja schon festgestellt. Jetzt ist der Filter wieder in Ordnung. Das heißt, jetzt funktioniert das auch wieder. Ich kann nicht mal weit werfen. So, 20 Megapascal, 10 Grad. Das ist das, was wir eingestellt haben. Das hat funktioniert. Der Filter filtert auch nicht, seht ihr gerade. Aber ich habe das Ganze natürlich hier bei dem noch nicht eingestellt. Ja, das müssen wir jetzt noch machen. Und zwar müssen wir das mal importieren. Und ich habe ja hier auch den Tankdruck nicht gelesen. Ja, der ist ja hier auch nicht drin. Also L... Tankdruck, Tankpressure. Und hier müssen wir dann jetzt auch eine 1 reinschreiben. Weil bei 0 geht es nicht, komischerweise. So, und dann haben wir ja hier unten die Geschichte mit dem Tankdruck und dem ganzen Schnatter. Exportieren wir. Habe ich jetzt exportiert? Ja, exportieren wir das Ganze. Stecken das da rein. Dann geht jetzt auch der Filter wieder aus. Ach, der scheiß Computer, der geht mir ein bisschen auf den Zeiger hier. So, und damit geht der jetzt aus und jetzt gucken wir mal hier, bevor wir rein müssen, was wir hier haben. 15 Megapascal haben wir schon gesammelt, 57 Grad. Klar, der muss natürlich noch weiter gekühlt werden. Die Filter sind noch in Ordnung, ja. So, das habe ich gemacht nochmal. Da habe ich also noch eine Zeile vergessen. Wir haben ja den Tankdruck verarbeitet, aber ihn noch gar nicht ausgelesen. So, dann war ich mal mit Muss eine Stunde unterwegs. Ja, eine Stunde ungefähr. Und habe Kupfer, Eisen, Stahl geschmolzen. Ich habe Elektrum hergestellt und ich habe sogar noch ein bisschen Reserve Elektrum und Reserve Stahl hergestellt. Und jetzt müssen wir mal anfangen mit der ganzen Schnatterei hier. Jetzt müssen wir uns was überlegen. So, was wir als allererstes erstmal machen sollten, wäre, dass wir dann hier erstmal die Peripherie klar machen. Also ich würde ja vorschlagen, dass wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 5, also 25 Growlights erstmal herstellen.
Das wird sicherlich unschön werden, aber wir werden es bauen. Wir werden es einfach mal machen. Und dann sollten wir uns überlegen, dass wir mal unseren Werkstattraum bauen, dass wir da das Ganze auch mit Stacker betreiben können und mit dem iDirt-Code. Ne? iDirt hat ja, also ein Zuschauer bei mir aus dem Kanal, hat auch einen eigenen Kanal. Aber ein Zuschauer von mir, der hat jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal oder hat den schon immer gehabt. Jedenfalls zeigt er da auch coole Sachen. Der baut ein bisschen ordentlicher als ich. Und der hat einen Code geschrieben, um die Geräte hier zu automatisieren. Das haben wir ja schon gesehen im Europa-Let's Play. Das heißt, das würde ich dann auf jeden Fall auch gerne noch umsetzen. Theoretisch könnte das hier unsere Werkstatt werden. Wir müssten das Ganze dann nur umbauen, noch ein bisschen größer machen. Also hier, das kann ja alles weg dann, wenn wir dann später den Ofen haben. Dann brauchen wir den ganzen Schnatter ja hier nicht mehr. Und dann könnten wir das Ganze auf jeden Fall machen. Vending Machine und Co. würde ich dann schon noch betreiben wollen, weil wir ja jetzt auch noch demnächst Essen brauchen. Also ein bisschen was haben wir noch. Aber wir brauchen dann auf jeden Fall Essen. Das heißt, da müssten wir wenigstens mal eine Tomatenpflanze irgendwie besorgen. War hier noch was drin? Nein, da ist nichts mehr drin. Dass wir wenigstens noch mal eine Tomatenpflanze besorgen, dass wir wenigstens ein bisschen Tomatensuppe kochen können. Dass wir da nicht verhungern. Später. Irgendwann. Mal. So. Jetzt bauen wir erstmal hier 25 Growlights. Das wird ein paar Tage dauern. Wahrscheinlich. Ich kann ja mal Licht ausmachen. Dann brauchen wir nicht so viel Energie. Und ja, ich würde halt gerne ein Lager bauen, wo wir erstmal ein paar Schränke reinstellen, dass wir alles ein bisschen geordneter haben, wo wir dann immer dahin rennen können, um das Ganze dann rauszuholen. Wir könnten das theoretisch auch draußen lagern, weil die Sachen, die hier so sind, die brauchen wir ja, die brauchen ja nicht drinnen zu sein. Die können auch draußen sein, bei 600 Grad ist egal. Ich weiß nicht, ob die Sprayflaschen das überleben, aber so prinzipiell geht das ja erstmal. 25 Growlights. Also ihr seht schon, ich habe ordentlich Kupfer besorgt. 500, ein 500er Stack Kupfer. Das hat auch ewig gedauert, bis ich dann die 500 zusammen hatte. Also da habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Aber ich habe sehr viele geile, riesengroße Kupferadern gefunden. Man sieht auch die ganzen Löcher da hinten, die ich gebuddelt habe. Also alles super, super cool. So, wir bauen also jetzt erstmal Growlights und dann gucken wir mal, dass wir die verkabeln. Ich wäre ja auch dafür, dass wir dann von der großen Stromleitung oben von den Batterien auf dem Dach, da dann noch eine Hauptleitung runterziehen mit einem Trafo. Dass wir auf jeden Fall noch ein Trafo dann extra haben für die ganzen Growlights und den ganzen Scheiß, der da noch so drin ist. Dass wir das abgetrennt haben, falls irgendwas ist. Growlights brauchen wir ja prinzipiell nicht abschalten. Also eigentlich nicht. Das heißt, theoretisch können die ja eigentlich so laufen. Klar könnte man jetzt ein Dach bauen und die Sonne benutzen und nachts nur die Growlights anmachen, aber mir ist es im Prinzip egal. Energie haben wir genug, also das müsste damit eigentlich gehen. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier eine 25 einstellen könnten und dann einfach weiterarbeiten könnten, weil in der Zeit würde das Ding nämlich bauen, aber haben wir nicht, also müssen wir halt so damit umgehen. Ja, Batterien waren immer voll, aber wir haben ja auch noch nicht groß Verbrauch, muss ich sagen. Wir haben ja noch keine Growlights, wir haben noch keine vielen Active Fans und was wir da so alles brauchen. Also das muss alles noch gebaut werden. Und Active Vent ist auch so ein Stichwort. Ich habe überlegt, ob wir mit einem Active Vent die Sachen in den Sauerstofffilter reinpressen und den Waste wieder zurückpusten in das Ding, also das CO2 dann quasi, um den Sauerstoff rauszuziehen, einfach um dafür zu sorgen, dass es vielleicht ein bisschen besser funktioniert mit dem Saugen und Absaugen und alles. Habe ich mir aber auch noch nicht wirklich einen Kopf drum gemacht, wie das sein wird, ob das so geht, ob der Active Vent eventuell zu viel Druck macht, also dass die dann kaputt gehen oder so, die Rohre, ne, zwischen Active Vent und Filter. Das habe ich noch nie ausprobiert, glaube ich, oder ich habe es schon mal ausprobiert. Ich meine nämlich auch, dass der Active Vent viel, viel mehr schiebt, als die filtern können, aber die Filtrationen sind eigentlich auch super schnell, also glaube ich, dass eher weniger, dass das so ist. Müssen wir dann mal gucken. Also 25 Growlights würde ich erstmal noch nicht bauen. Ich würde erstmal 10 bauen, um erstmal zu gucken, wie das überhaupt funktioniert, wie das aussieht. Ein Licht pro Block. Und dann müssen wir uns noch eine Sonnenbrille herstellen, weil wir dann wahrscheinlich blind sind. Wollen wir da reingehen. Und die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, wäre es nicht auch schön, wenn wir eine Sauerstoffatmosphäre dort hätten, da drinnen, ein bisschen Sauerstoff. Das würde dann zwar die Atmosphärenaufbereitung ein bisschen komplizierter machen. Aber eigentlich auch nicht, weil wir können ja Sauerstoff und CO2 über einen Gasmixer einführen. Das dauert zwar 3 Jahre, weil der Gasmixer sehr langsam ist, aber theoretisch müsste das gehen. Ja, und dann hätten wir ja das Verhältnis, dann könnten wir da drin auf jeden Fall auch atmen. Ja.
Müsste man halt mal gucken, ob das so funktioniert oder nicht. Müsste man mal sehen. So, was wir jetzt auch noch brauchen da drüben denn, wenn wir gleich mal rausgehen, sind Rohre. Oh, ich habe gar keine Rohre mehr. Wo habe ich denn die ganzen Rohre hingeschmissen? Ich sag nicht, ich habe keine Rohre mehr. Ah doch, ich habe noch Rohre, wollte ich gerade sagen. Ich hatte doch extra noch ein paar produziert, beziehungsweise hatte ich noch welche vom letzten Run. Den Heat Exchanger, das gucken wir uns dann später an. So, dann brauchen wir natürlich noch Active Vents, nee, Passive Vents, und zwar einen Haufen. Ups. Ich weiß nicht, ob wir hier hoch welche bauen können. Ja, können wir. Ich hatte da 250 Gramm Eisen reingeschmissen. Können wir also tatsächlich bauen. Machen wir mal 20 Lampen erstmal, würde ich sagen. Ja, 20 Lampen gehen erstmal. Das kriegen wir hin. Active Vents brauchen wir auch locker 20 Stück. Oh, geht nicht mehr. Doch, er craftet noch. Aha. Ein bisschen gedauert. Ist schon wieder Alarm. Hier fliegt schon wieder alles rum. Sehr schön. So. Growlight. 7, 8. Das wird jetzt Nummer 8 dann werden. Ah, der ist echt langsam, ja. Das ist Nummer 8. Also noch 2 Growlights. Dann machen wir auch erstmal 20 Active Vents oder so. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Jetzt habe ich natürlich den Schrank aufgemacht, das wollte ich ja gar nicht. Jetzt erstmal auf. Das sind jetzt auch 20, das ist okay. Wir brauchen ja noch ein paar mehr. Später. So, jetzt haben wir 10. Okay, jetzt haben wir erstmal 20 Growlights. Wir bauen erstmal 20. Also nicht, dass wir 25 bauen und dann brauchen wir keine. Dann bauen wir lieber noch 3 nach, die uns dann fehlen, ja, würde ich sagen. Ja, Sonne ist untergegangen. 130 Grad, wir können rausgehen. Alles klar. So. Jetzt ist die Frage, wie wir das anordnen. Also, eine Schleuse müssen wir natürlich noch bauen, ist ja klar, aber das ist ja auch so unser kleinstes Thema. Schleuse können wir ja eigentlich immer bauen. Das kriegen wir hin. Das haben wir schon tausendmal gemacht. So, also die Sauerstoffsaugung würde ich halt gerne so bauen, dass wir jetzt hier in dem Fall immer an jedem, an jeder Ecke sozusagen uns jetzt hier so ein Active Vent hinbauen. Das sind dann die, die das absaugen werden, den Sauerstoff. Hier brauchen wir jetzt erstmal keinen. Weil ich jetzt hier auf der Ecke angefangen habe, habe ich gesagt, wir machen das. Die sollen ja immer diesen Abstand haben von ungefähr einem Block. Und da ziehen wir dann den Sauerstoff rein. Das heißt, wir müssen dann natürlich die noch mit Rohren verbinden. Genau. Ne, da machen wir mal ein Tischstück hin. Ja, also Rohre werden wir auf jeden Fall nochmal nachproduzieren müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Hatte ich jetzt hier... Es hat sich so angefühlt, als hätte ich hier ein falsches Ding hingebaut. Ne, ist richtig. So, können wir das mal so machen hier. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja, und dann habe ich mal geguckt, was unsere Energieversorgung so treibt, aber die ist in Ordnung. Da ist nichts kaputt oder so. Funktioniert alles. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall auch so lassen. So, hier wird der Sauerstoff abgesaugt. Ich sehe schon, unsere Rohre reichen überhaupt nicht. Reichen überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Rohre. Das ist natürlich hier unsere Sauerstoffleitung. Die ist jetzt blöd, dass die da lang geht, aber das lässt sich nicht ändern. Haben wir ja so gewollt. Ach, jetzt hätte ich doch die Growlights schon mal einpacken können. Habe ich ja jetzt nicht gemacht. Das Problem ist, jetzt haben wir keinen Stacker. Also theoretisch könnten wir eigentlich einen anbauen. Das könnten wir eigentlich mal machen hier schnell. Obwohl, das passt sich jetzt so. Ergibt sich das jetzt nicht.
Ja, ist die Frage. Wir haben ja hier einen Stacker, aber hier ist unser Dingens hier. Wenn ich jetzt Rohre baue, dann ist hier alles Ching Chang Chong hier. Dann ist hier richtig Party. Insulated Pipes müssten wir eigentlich bauen können. Ja, können wir bauen. Ach, Mann. Habe ich ja auch Material besorgt ohne Ende dafür. So. Ah, das ist immer Party, wenn man das macht. So, für die Growlites brauchen wir natürlich auch Kabel. Das heißt, wir können hier schon mal einen Haufen Kabel herstellen. Ne, wir bauen erstmal Trafo. Moment. Erstmal ein Transformator. Da reicht ein kleiner. Da sehen wir, ne? 400 Copper. Also 500 hatte ich. Das war schon eine Hausnummer, ja. So, ein Trafo. Und dann kann der jetzt hier mal Kabel bauen. Ohne Ende. Das ist so geil, wo Elmo hat doch eine Dings gebaut, eine Only CFG, also hier diese nur mit Gasgenerator-Welt, hat er auch vergessen, seine Maschine auszumachen, hat er 1 Million Rohre hergestellt. Das war ein bisschen lustig. So, Energie haben wir genug. Wie gesagt, es kommt auch genug rein. Das ist soweit alles okay. Und wie gesagt, wir brauchen dann auch eine Werkstatt. Die Werkstatt würde ich dann natürlich gerne in der Nähe des Ofens haben, weil wir da natürlich dann entsprechende Automationen bauen, um die Geräte hier zu befüllen mit Material. Müssen wir also dann einen Moment warten und dann sollte das Material eben kommen. So, Kabel werden wir jetzt ein paar mehr brauchen. Das heißt, wir werden jetzt noch ein paar mehr bauen. Ach, dieser Schrank, das geht mir auf den Sack, dass der da ist. Ah, egal. So. Ein Trafo haben wir ja schon. Das heißt, wir können dann die Wand aufbrechen, machen dann einen Trafo und verlegen dann ein paar Kabel. Ja, das kriegen wir schon hin. So, machen wir 100 Kabel und machen wir, weiß ich nicht, 50, 150, 50 Rohre. Also wir brauchen ja am Boden Rohre, wir brauchen oben Rohre unter der Decke, weil wir ja da dann die Belüftung reinmachen. Also oben kommt das CO2 dazu, unten wird der Sauerstoff abgesaugt. So der Plan. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50. Alles klar. So, dann haben wir jetzt erstmal 100 Kabel. Mit denen können wir erstmal was anfangen. So, jetzt machen wir die mal aus. Ah, hier haben wir wieder so viel Kabel hier. Also so viel Rohre. Aber wie gesagt, Rohre kann man nie genug bauen. Die braucht man immer. Ja, also. So, wie sieht es aus? Temperaturmäßig? Ja, wir können noch raus. Das heißt, wir werden jetzt noch schnell die Rohre fertig machen. Zumindest für unten. Und dann können wir ja dann auch schon mal überlegen, wo wir dann die ganzen anderen Sachen hin verlegen werden. Lustig ist, dass ich schon wieder keine Geräusche habe, obwohl es hier draußen eine Atmosphäre gibt. Also es ist ein bisschen komisch. So, das wird dann unser Sauerstoffsauger sozusagen. Genau, so wird der Sauerstoff hier im Raum entzogen und reingepustet wird das CO2 möglicherweise sogar von hier. Da muss ich nochmal gucken, wo da unser CO2-Rohr war. Sekunde mal bitte. So, ich bin wieder da. Müssen wir mal gucken. Unser CO2-Rohr war. Ah, das ist da gar nicht. Das ist natürlich total geil. Also unser CO2-Rohr wäre dann irgendwo hier hinten. Hier müsste das irgendwo dann reingehen. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier mal den Dings hier rausnehmen. Den Dings, seitdem ich Dings kenne, kann ich die Welt erklären. Genau. So. Den nehmen wir auch mal raus. Dann sehen wir, können wir ein bisschen besser gucken. So, also hier müssen wir dann mit den Rohren lang. Das müssen wir dann aber, obwohl das können wir eigentlich gleich machen. Aber wir brauchen natürlich für die Einfuhr, oder wartet mal, das brauchen wir gar nicht so machen. Wir können das gleich hier oben abnehmen. Wir brauchen nämlich dann noch eine Volumenpumpe, die uns dann den Druck reguliert. Dementsprechend müssen wir das hier ankoppeln.
Und wir müssen aber aufpassen, dass wir das nicht mit dem Eingang zusammenkoppeln, weil das geht nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Wir gucken mal. Ah, das geht. Sehr schön. Jetzt komme ich hier natürlich nicht durch. Müssen wir also von der anderen Seite rangehen. Der kühlt noch. Der soll ja auch kühlen. Das wissen wir ja. Und H2 steht. Ja, H2 macht gar nichts mehr. Ist voll. 20 Megapascal, 10 Grad. Geil. Geil. Yeah. Hat also echt funktioniert, unsere Arbeit hier, die wir hier gemacht haben. So. Und hier muss jetzt das CO2 rein. Das ist ja hier auch schon drin, glaube ich. Also müssen nur aufpassen. Wie gesagt, wir dürfen das nicht in Verbindung mit den anderen bringen, weil dann ja, haben wir ein Problem. So, das ist unser CO2. Das müssen wir noch weiß anmalen. Oh, wo ist denn meine weiße Farbe? Die ist jetzt hier drin irgendwo. Ich glaube, die ist hier im Schrank, die weiße Farbe. Ja, ich glaube ja. So, Rohr haben wir auf jeden Fall nicht genug. Da müssen wir auf jeden Fall noch nacharbeiten. Nö, hier waren sie nicht drin. Hier sind sie, genau. So, und da werden wir jetzt mal hier mit der weißen Farbe schon mal die Rohre einpinseln, dass wir schon mal wissen, dass es CO2 ist, ja. Weil sonst blickt man nachher nicht mehr durch. Klar, wie gesagt, könnte ich jetzt ein 20er Stack Rohre in Hand nehmen. Die mit einmal weiß machen, machen wir auch gleich. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ja, man kann die jetzt hier hinschmeißen, kann die jetzt weiß machen und jetzt sind 20 Stück weiß. Ja. Man kann aber auch die weißen auf andere draufschmeißen, also auf die hier zum Beispiel. Nee, das war verkehrt drauf. Egal. Naja. Die man braucht. Ja, wie ich meine. Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. So, den machen wir jetzt mal weiß hier, den ganzen Scheiß. Machen wir weiß. Den ganzen Scheiß machen wir weiß, genau. So, dann wissen wir nämlich auch, dass das hier CO2 ist. Naja, den Rest können wir dann später malern. Muss ich hier nur wieder rauskommen. So. Okay, jetzt haben wir hier unser CO2. Und jetzt können wir das eigentlich wieder zuschweißen. Weil wir das jetzt eigentlich so nicht mehr offen brauchen, glaube ich. Boah, sieht natürlich jetzt bell aus, aber wen interessiert das? Sieht immer bell aus, was ich mache. Also egal. So, da muss er hin. So, dann würde ich sagen, machen wir hier irgendwo den Trafo hin. Würde ich mal sagen, der kann hier in die Ecke, weil von hier oben wird wahrscheinlich dann das Kabel kommen. Dazu können wir ja den auch nochmal aufmachen. Und hier irgendwo sind ja die dicken Kabel, das heißt, genau, die sind hier irgendwo. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die dicken Kabelze und halten die jetzt hier mal dran. Drinnen dran, genau. So, jetzt müsste der theoretisch da genau drauf kommen auf den Trafo. So, dann können wir den auch wieder zuschweißen. Aber Schweißgerät ist wahrscheinlich alle, also das wird jetzt nicht mehr so viel werden. Okay, Hammer. Werden wir sowieso alles noch tausendmal aufmachen müssen, aber ist egal. Jetzt haben wir hier erstmal unseren Trafo. Okay, können wir ja dann später hochdrehen. Müssen wir gucken, auf was wir den denn drehen. Aber ich denke mal, so 5000 Watt werden wir schon brauchen. Und dann können wir nämlich hier mit kleinen Kabeln weitergehen für die Growlights. Ja? So. Okay, also das ist jetzt hier unsere CO2-Leitung. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das auch hier wieder so machen werden in jedem Feld. Oder sagen wir mal, vielleicht jedes zweite Feld. Wir müssen ja gar nicht unbedingt in jedes Feld, oder? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. In jedes zweite Feld könnten wir eigentlich ein Dings hinbauen. Oh, nach welche Richtung? Welche Richtung habe ich denn jetzt gemacht? Hat hier ich nach rechts gemacht und den auch nach rechts. Okay. Und dann die beiden nach links. Und den auch nach links. Also ja, man könnte das jetzt eher so machen, ja. Also versetzt. Versetzt wäre wahrscheinlich besser, oder? Ist zwar blöd mit dem Verrohren dann nachher, aber.
Wenn wir den jetzt hier hinsetzen. Und ja, dann haben wir so eine blöde Versetzung hier. Das ist eigentlich auch blöd. Also quasi. Ja, der müsste jetzt eigentlich hier hin. Hier, wo das Rohr rauskommt. Naja, dann machen wir das so. Dann machen wir das Rohr hier mal weg. Und machen den Knicks halt zur Seite. Ist auch egal. Ah, ja, das war jetzt schlau. Sieht doof aus. Wir könnten das auch so machen. So ist es wahrscheinlich besser. So, genau. So können wir es auch machen. Und dann gehen wir hier mit der Leitung weiter. Und dann bla bla bla. Soweit klar. So. Jetzt haben wir hier einen, keinen, dann haben wir da einen, keinen, dann machen wir hier einen und hier machen wir den nächsten. So. Ja, so ist das noch. Dann haben wir die drei in der Mitte. Und dann haben wir hier hinten nochmal, ach, wir haben keine mehr. Ah, wir müssen noch welche bauen. Okay, aber den können wir schon mal zurückbauen hier, der ist da falsch. Der muss dann nach hier. So. Mir fehlen noch, warte mal, einer. Zwei, drei. Drei Stück fehlen noch. Jetzt müssen wir langsam mal reingehen. Hier ist es nämlich ganz schön warm geworden. Nein! 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 Nein, 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 nein! Jetzt gibt es eine Explosion. Scheiße. Scheiße. Ah. Jetzt habe ich Außenatmosphäre hier reingebracht. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass der Dings das schnell schafft. Das ist immer das, was ich meine. Du klickst drauf, passiert nichts, klickst drauf, passiert was, klickst drauf, explodierst. Das ist immer so, da ist Station jetzt manchmal ein bisschen komisch. So, wir brauchen jetzt noch, was habe ich gesagt, 5 Pässe-Fans? Ja, wir machen nochmal 5. Wir bauen nochmal 5 Stück. Wir brauchen sowieso noch mehr. Wir müssen das ja noch vakuumieren und so. Also, ja, wir brauchen noch ein paar mehr. So, dann haben wir die erstmal. Passive Vents. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Lampen machen. Die müssen ja auch noch da rein in die Felder. Eigentlich. Deswegen war das wahrscheinlich keine so eine gute Idee, die Active Vents, die Passive Vents jetzt dahin zu tun, wo sie gerade sind. Ja, wir bauen 6. Okay, alles klar, ich hab verstanden. Wir bauen 6. Das ist keine gute Idee, dass die Passive Vents da sind, wo sie sind gerade. Weil die Dings dahin müssen, die Growlights. Die müssen, also irgendwie sind die buggy. Die nehmen irgendwie überhaupt nicht ab. Ich meine, gut, ja, wenn kein Sauerstoff da ist zum Filtern, also was soll da am Filter kaputt gehen, ja, aber also irgendwie haben sich die Zeilen überhaupt nicht verändert, habe ich das Gefühl. Naja, egal. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis hier alles schicki ist. Farbe, ja, können wir denn noch verfärben? Rohre brauchen wir noch. Rohre. Insulated Pipes. Komm, wir machen mal zu hier den Schrank. Ich mach den jetzt mal auf, weil ich da immer hinklicke. Das nervt voll. Achso, die können wir jetzt hier nicht reintun, weil, ja, ist kein Dings. Alles klar, ich verstanden. So, dann könnten wir gleich mal noch die Batterie vom Schweißgerät nochmal tauschen. Okay, das haben wir auch geschafft. Ich glaube, wenn man die jetzt auf die packt, dann werden sie weiß. Genau, man muss immer die Rohre ohne Farbe auf die Rohre packen, die schon eine Farbe haben und die färben sich dann automatisch. So war's. Na gut, okay. Ich baue mal noch ein paar Rohre und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Tschüss.